Bei der Regierungserklärung von Ministerpräsident Kretschmann gestern saß auch er für die AfD im Plenum, Landtagsabgeordneter Wolfgang Gedeon. In seinem 2012 veröffentlichten Buch vergleicht Gedeon Holocaust-Leugner mit Dissidenten. Er stellt verurteilte Neonazis mit Systemkritikern in autoritären Staaten gleich. Und der Landtagsabgeordnete der AfD hält daran fest. Halten Sie die Leugnung des Holocaust für eine legitime Meinungsäußerung? Es ist eine Meinungsäußerung und in dem Sinne einer demokratischen Justiz ist sie auch legitim. Die Verurteilung von Holocaustleugnern sei für ihn ein Zeichen, wie jüdische Interessen in Einzelfällen die deutsche Rechtsprechung beeinflussten. Und was hält er vom Holocaust-Mahnmal in Berlin? Natürlich bin ich nicht gegen das Gedenken. Aber es kommt auf die Form und das Ausmaß des Gedenkens an. Ja? Und im Zentrum sollte was Positives stehen. Wenn das irgendwo an der Peripherie ist oder so, dass das auch ein Gedenken ist, aber nicht das Zentrale, dann habe ich nichts dagegen. Auch in Stuttgart steht ein Mahnmal an zentraler Stelle. Gedeons Schriften, für die jüdischen Mitbürger im Land ein Schlag ins Gesicht. Für mich zeigt das einen krassen Antisemitismus. Und er zeigt offensichtlich aufgrund der Veröffentlichung in seinem Buch, dass er sich von den Gedanken des Nationalsozialismus überhaupt nicht entfernt hat. AfD-Fraktionschef Jörg Meuthen wollte heute die Äußerungen seines Parteifreundes nicht bewerten. Er will in den kommenden Tagen in der Fraktion darüber beraten.